Hattest du ein schlechtes Wochenende? Wolltest du nicht am Samstag mit Henry wegen der Projektarbeit dich treffen? Ja, ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ich weiß, sie wird alles analysieren. Ah, sieht aus, als wäre es deshalb. Sie braucht wie immer nicht lange, um die Lage zu erkennen. Tja. Hör zu, du musst mir nichts erzählen, wenn du dich nicht bereit dazu fühlst, okay? Ich sehe sie an. Vermutlich ähnel ich gerade eher einem begossenen Pudel. Ja. Sie macht sich Sorgen, das kann ich sehen. Ja. Danke, Jasmin. Ja. Mach dir keine Sorgen, es ist nichts passiert. Na, jedenfalls nichts Besonderes. Lüge, 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 Lügendetektor. Ne? Ich stelle mir bloß viele Fragen. Ich fasse mir ein Herz. Ich weiß gar nichts mehr, Jasmin. Meine Freundin nimmt mich in den Arm und beruhigt mich. Komm, setz dich. Ich will nicht, dass Clement und Henry mich so sehen. Ach, das wird schon wieder. Lass uns von etwas anderem reden. Ja, dieses Wochenende habe ich Jay über Facebook endlich eine Nachricht geschrieben. Ich habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn bewundere. Mir ist bewusst, dass er täglich hunderte solcher Nachrichten bekommt. Eieiei. Aber er hat mir geantwortet. Uiuiuiuiui. Wirklich? Jasmin fasst mich an den Händen. Ihre Freude ist ansteckend. Ja! Ja, er hat mir natürlich keinen Roman geschrieben wie ich ihm. Ach Gott. Er hat sich bloß für meine nette Nachricht und meine Unterstützung bedankt. Er freue sich, dass mir seine Musik gefällt. Nun denn. Jasmin, ich freue mich echt für dich. Sie ist selig. Ich hatte solche Lust, dich anzurufen und es dir zu erzählen, aber ich wollte es dir lieber persönlich sagen. Gute Entscheidung. Ich glaube, ich bekomme allmählich wieder Farbe. Hallo, Mädels! Warum ist Dida denn so aufgeregt? Er zeigt auf Jasmin. Jay hat auf eine Nachricht geantwortet, die ich ihm am Wochenende geschrieben habe. Ja, freu dich bloß nicht so überschwänglich. Glückwunsch. Hast du ihm endlich gesagt, dass das Make-up was für Mädchen ist? du könntest dich wenigstens ein bisschen für mich freuen. Aber das tue ich doch. Ich springe vor Freude herum. Guck mal, wie glücklich ich bin. Clement hüpft wie ein aufgedrehter Teenager auf der Stelle. Ich lache. Die Gesellschaft der beiden tut mir gut. Er ist sogar da. Es hätte sein können, dass er an dem Tag nicht zur Schule kommt. Hallo. Er verhält sich wahrscheinlich wie immer. Mist, ich habe ihn gar nicht kommen sehen. Dabei wollte ich mich mental darauf vorbereiten. Ey, du verpasst die Neuigkeit des Tages. Er zieht eine Augenbraue hoch und wird blass. Jasmin hat es geschafft, mit Jay zu kommunizieren. Wir müssen uns deshalb für sie freuen. Mach es einfach so wie ich. Er hüpft wieder wie ein Irrer auf und ab. Henry entspannt sich und lächelt. Ich freue mich wirklich für dich, Jasmin. Danke, Henry. Mein Gott, wenn die wüsste. Er dreht sich zu mir um und grüßt mich lächelnd. Er hat wohl entschieden, erstmal so zu tun, als sei nichts geschehen. Sowas habe ich immer dick. Ich bin trotzdem erleichtert. Ich hatte Angst, er würde weiter so distanziert sein wie am Samstag oder noch schlimmer, uns vollkommen aus dem Weg gehen. Und das Referat? Kommt ihr weiter? Knackpunkt. Voll getroffen. Voll ins Schwarze. Bravo, Clement, du musst natürlich genau das Thema ansprechen. Ah Gott. Ja, wir haben die Bühnenbilder fertig. Jetzt müssen wir nur noch das Video zusammenschneiden, aber das dauert sicher lange. Oh, ellenlang, ne? Er spricht so unbefangen, dass man ihm gar nichts anmerkt. Ich wusste nicht, dass er so ein guter Schauspieler ist. Ja, es gibt vieles, was du nicht weißt. Wie war das? Was man nicht weiß, macht einen nicht heiß.
Die Tage vergehen und Henry ist wieder ganz der Alte. Der kalte, distanzierte Typ von Samstag wurde vom netten Henry abgelöst, den wir alle mögen. Aber er weicht jetzt meinen Blick aus. Mann! Morgen Abend wollen wir uns bei ihm treffen, um mit dem Schneiden des Videos anzufangen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Mir fehlen seine schönen blauen Augen, in denen ich schon länger nicht mehr versunken bin. Tja, was soll ich jetzt da dazu sagen? Das Essen ist heute echt mies, oder? Das sagst du nur, weil du Gemüse auf deinem Teller hast. Das war's. Erwischt. Ja, es gibt noch etwas anderes als Fleisch und Kartoffeln. Übrigens, Jasmin, ich habe dir dein Buch wieder mitgebracht. Clement lässt das riesige Buch auf den Tisch fallen. Unsere Teller klirren. Kabusch. Oh Mann. Ich lese auf dem Titel Die Kriege der Welt. Na, das ist für ihr Referat. Wow, ganz schön viele Seiten. Du meinst, es ist schwer verdaulich? Ja, definitiv auch. Clement. Was denn? Hast du dir den Wälzer mal angesehen? Zum Glück gab's auch ein paar Bilder. Jasmin verdreht die Augen. Ach ja. Hallo, Leute. Oh Gott. Hallo, Laila. Enzo setzt sich neben mich und starrt einen Moment lang auf das dicke Buch. Er verzieht das Gesicht. Ach, du Scheiße. Ich weiß schon, wen es jetzt wieder birgt, ne? Viking, du sitzt jetzt wieder da und kriegst schon wieder so einen Schüttelfrosch. Alle anderen wahrscheinlich auch, aber bei ihm weiß ich es halt, ne? Ja, Enzo. Sag mal, Süße, ich habe 2 Tickets für das Konzert von Mysteria nächsten Samstag. Was sagst du dazu? Ich weiß, du liebst die Band. Ohne nachzudenken sehe ich Henry an, der mir gegenüber sitzt. Ich stelle fest, dass er mich interessiert beobachtet. Ich habe den Eindruck, wir hätten uns schon ewig nicht mehr so in die Augen geschaut. Enzo legt seinen Arm um meine Stuhllehne und rückt ein bisschen näher. Und was hältst du davon? Ich, du und Mysteria? Ich sehe weiter Henry an, während ich Enzo antworte. Danke, dass du an mich gedacht hast, aber ich habe leider kein Interesse. Was? Ich hätte jetzt einfach gesagt ja. Nur um irgendwie Henry eins auszuwischen wahrscheinlich. Ich merke, wie Enzo meinem Blick folgt und sich zu Henry umdreht, der mir weiter fest in die Augen sieht. Du verpasst was, Süße. Er steht auf und geht. Oh Gott, Schüttelfrosch! Ja, der lässt wirklich nicht locker. Du bist die Einzige, die er nicht rumkriegt. Das muss ihn rasend machen. Henry versucht, ein Lächeln zu verbergen. Wäre er weniger dämlich und ein bisschen interessanter, hätte ich nicht Nein gesagt. Naja, aber er ist halt dämlich und nicht interessant. Ich muss die ganze Zeit so schnaufen, ne? Es fällt mir schwer, mich auf den Unterricht zu konzentrieren. Meine Gedanken schweifen immer wieder zu Henry. Wieso nicht zu Enzo? Obwohl ich ihn jeden Tag sehe, fehlt er mir. Das ist schwer zu erklären. Ich seufze. Kann ich gleich mitmachen. Das entgeht Jasmin neben mir nicht. Sie sieht mich besorgt an. Sie kritzelt etwas auf ein Stück Papier. Du wirkst irgendwie traurig. Ist alles in Ordnung? Ich betrachte Henrys Rücken, seine breiten Schultern. Sie folgt meinen Augen, sagt aber nichts. Ich antworte ihr. Keine Sorge, es geht schon. Der erste Teil des Unterrichts ist vorbei. Wir gehen zur Pause auf den Hof und lassen unsere Sachen in der Klasse. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich sehe, wie Henry mit Clement redet. Er ist entspannt, lacht. Es geht ihm gut. Bin ich die Einzige, die mit dieser Situation nicht klarkommt? Für eine Sekunde wandern seine Augen von Clement zu mir und unsere Blicke treffen sich, bevor wir beide den Blick abwenden. Mein Herz klopft wie wild. Ich schaue noch einmal zu ihm hinüber und sehe, dass er nicht mehr so konzentriert beim Gespräch ist wie vorher. Er blickt ins Leere, ohne Clement anzusehen. Es läutet und wir gehen zurück in die Klasse.
Als ich mich setze, starrt Jasmin auf ihren Tisch. Stimmt was nicht? Ich weiß nicht, das ist komisch. Ich könnte schwören, ich hätte mein Buch über die Kriege und Clemens USB-Stick hier auf den Tisch gelegt, aber jetzt liegt beides plötzlich auf der anderen Seite. Das bildest du dir ein. Hauptsache, es ist alles noch da. Ja. Aha, ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da hat sich jemand bedient am Material einer anderen Person. Darf ich? Ja klar, du wirst sehen, es ist wirklich interessant. Ja, bestimmt. Jasmin hat die Seiten mit Post-its markiert. Ich öffne das Buch beim ersten Zettel. Was? Zwischen den Seiten finde ich ein langes schwarzes Haar. Ich glaube nicht, dass das hier deins ist, oder? Nein, und auch nicht von Clement. Es sei denn, er verheimlicht uns etwas. Das würde mich wundern. Auf dem Haar hätte auch ein Etikett mit dem Namen Jessica kleben können. Ja, ja. So, dann machen wir jetzt noch ein Foto. So. Die Kappe von deinem USB-Stick steckt nicht richtig fest. Du verlierst sie noch. Jasmin sieht sich den Stick näher an. Sieht aus, als würde sie klemmen, weil sie jemand falsch draufgesteckt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das war. Du glaubst, dass... Ja, ich glaube, jemand hat in meinen Sachen gewühlt. Das glaube ich nämlich auch. Hat sich jemand am Material eines anderen bedient, um eine gute Note zu bekommen und nicht selber die Arbeit machen zu müssen. Ich sehe zu, wie Jasmin in ihrer Tasche wühlt, um zu sehen, ob noch alles da ist. Sie scheint darüber beunruhigt, dass jemand an ihren Sachen war. Hey, alles in Ordnung? Ja, ja. Dieses Ja, ja hieß so viel wie Nein. Ich weiß nur, dass Ja, ja heißt leck mich um. Ja, bist du schon, ne? Kennst du ja. Gut, wie weit seid ihr? Seid ihr gut vorangekommen? Naja. Ja, Herr Novara, wir sind mit den Aufnahmen fertig. Alle haben gern geantwortet. Sehr gut. Ihr hattet auch etwas von Bühnenbildern gesagt. Plant ihr immer noch, das so aufwendig zu inszenieren? Ja, wir haben schon fast alles dafür vorbereitet. Ich sehe Henry an. Beim Gedanken an diesen Tag werde ich rot und gleichzeitig auch traurig. Der Lehrer geht weiter. Dann nur weiter so. Ja, schön. Ah. Ich bin mit Henry allein. Ich fühle mich unwohl. Wahrscheinlich mehr als nur unwohl. Ich glaube, er merkt es und es tut ihm leid. Das glaube ich nicht. Ah. Das ist nur rausgerückt heute. Nervös ließ ich meine Notizen durch, ohne auch nur ein Wort davon zu verstehen. Er merkt, dass ich versuche, meine Verlegenheit zu verbergen. Laila? Ja, ich sehe ihn nicht an. Ich habe in diesem Moment keine Kraft dazu. Die Bilder von Samstagnachmittag in seinem Zimmer gehen mir nicht aus dem Kopf. Ich bin zwischen lauter widersprüchlichen Gefühlen hin und her gerissen. Ich fühle mich den Tränen nahe. Wirklich erbärmlich. Kannst du mich bitte ansehen? Ich hebe den Kopf und schaue ihn an. Er seufzt. Was hat er erwartet, ne? Was hat er denn erwartet, ne? Was hat er erwartet? Mensch! Laila, es tut mir wirklich leid. Was genau tut dir leid? Ich weiß es nicht so genau. Ich hatte das nicht erwartet. Er fährt sich mit der Hand durchs Gesicht. Meistens erwartet man sowas nicht. Ich weiß nicht, wie ich hätte reagieren sollen. Ich weiß nicht, was ich hätte sagen, tun oder nicht tun sollen.